Hallo, das ist hier ein kleines Video zu unserer neuen Glasblasting-Stimmschablone. Die könnt ihr einfach unter www.glasblasting.de downloaden, einfach als Seitenende scrollen, auf Downloads klicken und dann das Ding als PDF abrufen, ausdrucken, ausschneiden. Und dann habt ihr zum einen die Schablone, die ist ausgelegt für 0,3 Liter Longneck-Flaschen, egal ob weiß, grün oder braun. Hält man einfach so an und dann befüllt man die Flaschen bis zu dem Ton, den man braucht, mit Wasser. Und dann kann man auch eigentlich schon losrocken. Jedenfalls war das bisher so. Leider arbeiten die deutschen Glasbehälterhersteller nicht mehr so exakt und zuverlässig wie früher. Da war eine 0,3 Liter Longneck-Flasche, die leer war, ein E. Da konnte man sich drauf verlassen. Heutzutage ist es meistens eher ein F. Und was noch viel schlimmer ist, sie haben einen Halbtonunterschied. Die Flaschen haben nicht mehr den gleichen Grundausgangston. Zum einen durch schräge Böden oder unterschiedliche Wölbungen. Jedenfalls funktioniert die alte Stimmschablone so nicht mehr. Wir haben jetzt eine neue entwickelt, die fängt statt bei E bei F an und alle Töne sind mit ihren Maximal- und Minimalfüllständen eingezeichnet. Ihr müsst dann bloß in diese Bereiche reinstimmen und nur noch die Feinjustierung übernehmen. Das geht heutzutage ganz einfach. Eine Piano-App aufs Handy und dann bing bing, gluck gluck, schluck schluck, die Töne final sauber zu Ende stimmen. Dann müsst ihr nur noch das Lied ausschneiden. In dem Fall ist es O Tannenbaum. Hier sehr dekorativ, kann man so natürlich dann auch an den Weihnachtsbaum hängen. Auf der Vorderseite mit der einstimmigen, auf der Rückseite mit der mehrstimmigen Version. Ihr findet die Töne, die ihr braucht hier. Ihr findet die Noten. Ihr findet unser einfach zu durchschauendes Punktesystem, nach dem ihr spielen könnt. Und dann könnt ihr das zu viert in Angriff nehmen. Würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr das macht, wünschen wir euch viel Erfolg und könnt gerne noch ein Video dazu machen und uns das zuschicken. Ein paar Passagen kann man auch schon mal ganz allein proben.